Hallihallo, Hallöchen. Heute mal in einer etwas anderen Umgebung. Heute gibt es die oft angefragte Setup-Tour von mir. Und ich glaube, den Hintergrund hinter mir kennt ihr schon, zumindest teilweise. Das ist nämlich mein Video-Hintergrund und ich dachte, damit starten wir einfach mal. Das sind einfach zwei Billigregale, die mein Freund und ich als unsere Lego-Regale verwenden. Lego-Bond ist ein großes Hobby von uns. Und wie man unschwer erkennen kann, diese Seite hier ist von meinem Freund, die Autos hier, und das ist meine Seite. Ja, wie ihr vielleicht schon sehen könnt, ich bin ein kleiner Harry Potter Fan. Drum steht hier auch einiges von Harry Potter und hier unten haben wir dann noch ein chinesisches Lego Set. Das ist Laputa, falls ihr den Film kennt von den Ghibli Studios, der ist richtig schön. Und hier unten ist meine neueste Errungenschaft, der kleine Wally. Ich hole ihn mal her. Ich liebe einfach den Film. Ist er nicht süß? Mit der kleinen Pflanze hier? Ich lieb's. Genau. Das war's eigentlich auch schon zum Thema Video-Hintergrund. Mehr gibt's hier nicht zu sehen. Hier unten ist dann noch ein bisschen Ordnerkram, weil wir sind hier einfach in meinem Büro. Also ich habe kein extra Videozimmer. Und ja. Dokumente wollen auch verstaut werden, ne? Dann switchen wir einmal die Seite und gehen zu meinem Computer. Tada! Perspektivenwechsel. Jetzt seht ihr das Ganze mal aus der ganz anderen Perspektive, weil normal guckt ihr ja immer auf dieses schöne Regal, aber so sieht es bei mir aus. Das ist mein Arbeitsplatz. Arbeitsplatz. Und ja, wo fange ich an? Hier drüben seht ihr noch vielleicht ein bisschen, da ist so eine kleine Alex-Schublade. Dann eben mein Drucker oben drauf. Dann ist hier drüben noch so eine Pinnwand. Ich blende euch das dann alles hier so ein. Da drüben ist noch so eine Pinnwand. Hier ist mein Schreibtisch. Der ist von dem lokalen Möbelhaus, also den kann ich euch nicht verlinken. Der ist so eine, ja, hat so eine Betonoptik und unten dran noch so Eichenfüße. Finde ich ganz schön. Dann mein Bürostuhl. Das ist so ein ganz simpler Bürostuhl. Manchmal nehme ich mit dem Zockerstuhl von meinem Freund auf, weil es schöner aussieht. Aber auf dem hier sitze ich besser. Das ist so ein ergonomischer halt, wo man auch die Lehne verstellen kann. Finde ich ganz praktisch, wenn man länger am PC sitzt. Gut für den Rücken. Dann fange ich einfach mal mit der Technik an. Das hier ist mein Mikrofon, mit dem ich immer aufnehme. Ich weiß jetzt nicht, wie die Marke heißt. Ich glaube Tonor, aber ich schreibe euch das in die Infobox. Das ist von Amazon. Finde ich ganz gut für den Anfang. Da muss man jetzt nicht unbedingt ein Rode-Mikrofon haben. Anfangs habe ich immer mit einem Headset aufgenommen, aber da merkt man, dass die Qualität halt echt nicht so geil ist. Deshalb ist das für den Anfang eigentlich ganz gut. Kann ich empfehlen. Dann habe ich hier zwei Poops. Ja. Man merkt, es ist nicht ganz so teuer gewesen, ne? Dann habe ich hier zwei Bildschirme. Der eine ist von ThinkVision. Der ist momentan nur da, weil ich hier gerade im Homeoffice immer arbeite. Also der ist von meiner Arbeit, der kommt dann wieder weg. Aber ich denke, ich werde mir dann auch noch einen zweiten Bildschirm holen, was schon ganz praktisch ist. Und das hier ist mein Bildschirm, mein Hauptbildschirm, der ist von Samsung. Das Modell schreibe ich euch auch in die Infobox. Der ist gut, der ist echt ganz gut. War nicht so teuer und reicht für das, was ich spiele, würde ich mal sagen. Genau, dann habe ich hier noch meine zwei Boxen. Die sind von Logitech, ganz normale PC-Boxen. Sind in Ordnung. Sind halt Lautsprecherboxen. Dann ist hier oben meine Webcam. Die ist von Logitech. Die ist richtig gut, finde ich. Also für eine Webcam kann man da nichts sagen. Die nimmt in Full HD auf. Ist ganz okay. Am Anfang habe ich immer mit der Kamera aufgenommen, mit der ich gerade filme. Aber das war immer so kompliziert, dass dann... Ja, den Ton habe ich dann immer mit dem Mikrofon hier aufgenommen und das Bild eben mit der Kamera. Und dann war das immer so ätzend, das dann zu synchronisieren. Und ja, mit der Webcam kann ich halt gleich das Bild von Sims und mein Bild aufnehmen. Ist dann einfacher. Und das ist eigentlich schon okay von der Bildqualität. Momentan reicht das noch, würde ich sagen. Genau, dann
hier meine wundervolle Tastatur. Ich liebe die, weil die so leuchtet. Da kann man dann auch die Farben einstellen. Die ist von V Pro. Die ist auch von Amazon. Kann ich euch auch verlinken. Und es ist ein bisschen nervig, weil sie ist sehr laut. Aber man hört es, glaube ich, auch manchmal in meinen Videos. Aber ich finde sie cool. Ist keine mechanische Tastatur, falls euch das was sagt. Die Pro-Zocker nehmen immer eine mechanische, weil der Anschlag da anscheinend besser ist. Aber ich bin ja kein Pro-Zocker, sonst freue ich das nicht. Genau, und hier habe ich dann noch meine Maus. Die ist von Speedlink, heißt die Marke. Ist eine ganz normale Maus, aber die ist so silent, also das Gegenteil von meiner Tastatur. Ich dachte mir, wenn meine Tastatur laut ist, brauche ich nur eine laute Maus. Ja. Und hier oben ist noch mein Ringlicht. Kann ich auch mal anmachen für euch. Das ist einfach dafür da, dass ich ein bisschen besser ausgeleuchtet bin, weil, wie ihr seht, das Tageslicht kommt von da und wenn ich von hier filme, dann ist das immer ein bisschen duster. Drum ist das ganz gut. Ich weiß nicht, woher genau die Ringleuchte ist. Die hat mein Freund mir zum Geburtstag geschenkt. Aber ich werde gucken, was ich sie euch verlinken kann. Und kommen wir zum Herzstück, meinem PC. Das ist mein Baby. Der ist selbst zusammengestellt, also den gibt es so nicht zu kaufen, so fertig. Den habe ich, also die Komponenten habe ich mir selber zusammengestellt, von Grafikkarte bis über Prozessor und so. Das war ein Erlebnis, auch selber zusammengebaut. Aber ich kann versuchen, dass ich euch die Komponenten rausschreibe, die alle drin sind. Ja, ist eigentlich ganz schlicht, der PC, bis auf diese RGB-Streifen hier. Den fand ich richtig nice und hier hat man auch noch so ein Sichtfenster. Ich blende euch noch eine Nahaufnahme ein, ihr wisst. Und ja, auch viel mehr gibt es eigentlich zu meinem PC nicht zu sagen. Er reicht für das, was ich spiele. Viel Wert auf eine Grafikkarte gelegt, weil man das unterschätzt, was Sims an Grafik frisst. Also da hat selbst der manchmal zu kämpfen. Aber für das, was ich mache, reicht er, wie gesagt. Ja, hier noch mein wunderschönes Mauspad. Das liebe ich. So ein extra großes, ist auch von Amazon. Mit Galaxy. Ich mag Galaxy, wie man unschwer erkennen kann. Genau. Hier ist noch mein Simon the Cat Kalender. Der ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Bei dem ist noch der 2. Juni. Oh Mann, ich vergesse das immer, den abzureißen. Hier oben, falls euch das noch interessiert, das ist so ein ganz normales Bücherregal. Da habe ich einfach hier meine PlayStation-Spiele und meine Switch-Spiele. Hier ist eine Orchidee, die nicht ganz so glücklich aussieht. Ein kleiner Fikus. Das ist ein Modell von meinem Auto. Und hier ist noch eine nicht so glücklich aussehende Orchidee. Und vor den PlayStation-Spielen liegen noch Amiibo-Karten. Weil ich ein kleiner Animal Crossing-Suchti war. Es hat wieder nachgelassen, aber ich war sehr, sehr süchtig. Und nicht zu verachten, hier unser Breaking Bad-Bild. Das habe ich noch gar nicht gesagt, das Büro gehört meinem Freund und mir. Also das ist kein richtiger YouTube-Raum, sondern mein Freund hat seinen Schreibtisch da drüben, aber den zeige ich euch jetzt nicht, weil der sieht sehr, sehr chaotisch aus. Da drüben ist dann noch ein Bücherregal, aber das wollt ihr gar nicht sehen. Das schieben wir seit Wochen oder seit Monaten vor uns her, das aufzuräumen. Okay, dann wechseln wir jetzt die Perspektive und ich zeige euch, mit welcher Software ich aufnehme, bearbeite und mit welcher Software ich die Bilder bearbeite. Let's do this! So, hier in gewohnter Umgebung. Hier seht ihr das OBS Studio. Und Achtung, jetzt seht ihr mich gleich fünfmal, weil ich damit gerade aufnehme. Also alles wird hier mit OBS aufgenommen. Das ist die Version, die ich habe. Ich glaube, es gibt eine neuere. Ich weiß es nicht. So sieht mein OBS Studio aus. Ich habe hier einmal halt das ganz normale Desktop-Audio. Dann ist hier mein Mikrofon, wie ihr hier seht. Und hier ist noch meine Webcam. Hier drüben das Ganze, das sind dann noch die ganzen Quellen, die ich habe. Also
Manchmal habe ich dann das hier. Ignoriert das Chaos hier hinten. Hier jetzt der PC. Und wenn ich noch Sims spiele oder was anderes, dann habe ich das hier. Dann wird eben das Sims mit aufgenommen. Ja, that's it eigentlich. Die Kamera habe ich noch ein bisschen anders eingestellt, dass da der Bildausschnitt halt so ist. Und hier das Mikrofon habe ich auch ein bisschen noch einstellen müssen, damit sich das gut anhört. Diese Filter hier habe ich dann noch hinzugefügt. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Also hier einmal Rauschunterdrückung, dass ihr nicht die ganze Zeit so ein Krrrr im Hintergrund habt. Dann ein Noise Gate, dass ihr leise Hintergrundgeräusche nicht so hört, dass der Kompressor und der Gain macht. Ich weiß es nicht. Ich habe das auch nur mal gegoogelt, wie die besten Einstellungen sind in OBS für Mikrofone, und dann habe ich das hier gefunden. Maybe it helps you. Mit OBS kann man auch streamen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Weiß ich nicht, wie das geht. Und ja. Wenn ich jetzt auf Aufnahme stoppen klicke, dann exportiert er gleich das Video in den Ordner. Und damit geht's dann weiter. Mein Video wird mit Shotcut geschnitten. Shotcut ist kostenlos, genauso wie OBS Studio. Also kann sich jeder kostenlos runterladen. Und ich bin ganz zufrieden mit Shotcut. So, jetzt habe ich hier das Video geöffnet. Und ich finde, Shotcut ist eigentlich sehr selbsterklärend. Man zieht hier einfach immer die Videodateien rein, die man möchte. Dann kann man hier Spuren anlegen und dann auch noch Tonspuren drunter legen. Man kann, ich denke, nicht so viel mit Shotcut machen wie mit kostenpflichtigen Sachen, aber schneiden ist jetzt eh nicht so meine Passion drum. Für mich reicht das so. Genau. Hier schnippel ich meine Videos mit. Und das spannende Thema, die Thumbnails. Das macht mir wiederum sehr, sehr viel Spaß. Dafür verwende ich Paint.net. Das gibt's auch kostenlos und man kann da sehr, sehr, sehr viel mitmachen. Öffnen wir mal einfach ein Thumbnail, keine Ahnung. Eco Living. Und mit dem kann man halt wirklich so Sachen ausschneiden. Man kann verschiedene Ebenen anlegen. Ich bin ja jetzt auch nicht so der Pro drin. Ich habe das angefangen, wo ich mit YouTube angefangen habe. Dementsprechend sehen auch meine Thumbnails. Je länger ich YouTube mache, desto besser sehen sie aus, weil ich das halt auch erst noch lerne. Ich finde es aber recht einfach mit dem Programm, muss ich sagen. Also funktioniert ganz gut. Das meiste, was ich halt mache, ist Sachen freistellen. Also halt, wenn ich jetzt hier einen Screenshot gemacht habe in Sims, dann schneide ich das hier halt so aus, füge das hier ein und mein Gesicht füge ich immer mit ein. Was auch einige gefragt haben, wie ich das mache, dass das immer so leuchtet hier im Hintergrund. Das ist eigentlich ganz easy. Da, was können wir denn da jetzt einfach für verwenden? Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt das Logo so leuchten lassen wollen, dann gehe ich hier mal auf Effekte. Man kann nämlich bei Paint.net ziemlich viele Effekte kostenlos runterladen und mit einfügen. Und ich habe da hier, das heißt Outline Object. Bei Pyrochild müsst ihr mal gucken, dass ihr das findet. Und wenn ich jetzt hier meine Softness auf 100% mache und die Breite auf 100% und dann je nachdem, welche Farbe ich nehme, wenn ich da jetzt weiß nehme, dann leuchtet das so. Tüdö, das ist alles. That's it. Je nachdem, welche Farbe eben, desto anders leuchtet es. Manchmal mache ich dann auch nicht den kompletten Rand. Ich glaube, hier habe ich jetzt nicht auf voll gemacht, sondern ein bisschen so, dass es halt nur so ein bisschen leuchtet. Ja, that's it. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Diese drei Programme verwende ich dafür und das ist alles. Das ganze Geheimnis dahinter. So, das war's. Das war meine Setup-Tour. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen einigermaßen beantworten. Falls noch Fragen offen sind, schreibt die gerne in die Kommentare.
Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und lasst auch gerne ein Abo da, würde ich mich auch drüber freuen. Folgt mir auch gerne auf Instagram, da bin ich sehr aktiv momentan. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao!